Ohne Zweifel zählt Jörg Haider zu den erfolgreichsten Politikern der Zweiten Republik. Allen Zerwürfnissen zum Trotz ist Jörg Haider untrennbar mit dem Aufstieg der Freiheitlichen in Kärnten und Österreich verbunden. 1979 setzte sich der damals junge Landesparteisekretär durch, wurde Nationalratsabgeordneter und wenig später Tourismuslandesrat in Kärnten. Bei den Landtagswahlen des Jahres 1984 erreichte die FPÖ erstmals knapp 16% der Stimmen. Man kann anhand unserer Wahlwerbung wie auch anhand der Wahlergebnisse sehen, dass wir recht gehabt haben, konkrete Themen, die die Menschen hier im Lande bewegen, aufzugreifen. Mit dem Innsbrucker Bundesparteitag des Jahres 1986 begann Jörg Haiders unaufhaltsamer Aufstieg als freiheitlicher Faktor in der Bundespolitik. Bei den Landtagswahlen in Kärnten verzeichnete die FPÖ enorme Stimmenzugewinne. In weiterer Folge gelang es Jörg Haider, erstmals Landeshauptmann von Kärnten zu werden. In einer bis heute beispiellosen Aktion wurde Haider am 21. Juni 1991 als Landeshauptmann abgewählt. Wenn ich von hier weggehe, so tue ich das ohne Zorn, aber sicherlich mit einem gewissen Stolz und ungebrochen. Ungebrochen deshalb, weil ich weiß, dass viele an meiner Seite stehen, die mir heute nicht helfen können, obwohl sie es wollten. Die Kärntnerinnen und Kärntner aber bleiben dem freiheitlichen Lager und ihrem Idol Jörg Haider weiter treu. Bei den Landtagswahlen im Jahr 1999 wurde die FPÖ in Kärnten mit mehr als 42% der Stimmen erstmals die stärkste Partei. Jörg Haider wurde zum zweiten Mal zum Landeshauptmann gewählt. Jetzt gewählter Landeshauptmann durch ein so großes Vertrauen der Bevölkerung, da wäre es geradezu arrogant und überheblich gegenüber meinen eigenen Wählern, jetzt über was anderes nachzudenken. Bei den Nationalratswahlen im Oktober desselben Jahres überflügelten die Freiheitlichen erstmals bei Bundeswahlen die ÖVP und stellten daraufhin 52 Mandate im österreichischen Nationalrat. Wir sind eine große Fraktion geworden, mit der wir sicherlich sehr, sehr viel auch bewegen können. Ob als Opposition oder als Regierungspartei ist eigentlich gleichgültig. Dem Sinne also, meine Freunde, herzlichen Dank für euren Einsatz. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg, auch in den nächsten Monaten. Die Freiheitlichen sind nicht mehr zu übersehen. Dankeschön. Die FPÖ entschloss sich daraufhin, eine Koalitionsregierung mit der ÖVP unter Wolfgang Schüssel zu bilden. Jörg Haider übergab die Funktion des Bundesparteiobmannes an Susanne Rispasser. Susanne, geh voran! Ein innerparteilicher Konflikt über den Zeitpunkt einer Steuerreform führte zu einem außerordentlichen Parteitag in Knittelfeld und dem Rücktritt der Vizekanzlerin. Die ÖVP rief daraufhin Neuwahlen aus. Anders die Situation in Kärnten, wo Jörg Haider und die FPÖ bei den Landtagswahlen abermals 42,5% erreichen konnten. Jörg Haider als Landeshauptmann bildete daraufhin eine Koalition mit der SPÖ. Die inhaltlichen Differenzen mit der Bundes-FPÖ spitzen sich unterdessen weiter zu. Wäre ich entscheidungsbefugt, ich hätte die FPÖ neu gründen und hätte mir aussuchen, mit wem ich weitermache. Am 5. April 2005 gründete Jörg Haider mit dem BZÖ eine neue Partei. Ein letzter großer Wahlerfolg war Haider bei den Nationalratswahlen am 28.09.2008 beschieden, bei denen seine Partei in Kärnten 39,4% erreichte. In der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober 2008 verunglückte Jörg Haider tödlich. Noch heute ist die Erinnerung an den Menschen Jörg Haider bei vielen Kärntnerinnen und Kärntnern ebenso wach geblieben wie seine unbeirrbaren Anstrengungen, Kärnten zu entwickeln und von der Schlussposition an die Spitze der österreichischen Bundesländer zu führen.
Die Kärntner FPÖ ist diesem Vermächtnis über die Jahre hinweg treu geblieben. Dr. Jörg Haider hat nicht nur die Kärntner Landespolitik, sondern auch maßgeblich die österreichische Innenpolitik gestaltet und geprägt. So hat er mit dem Volksbegehren Österreich zuerst, das von über 400.000 Österreicherinnen und Österreichern unterschrieben wurde, erstmals auch die Zuwanderungsfrage in die politische Diskussion eingebracht. Aber auch die Privilegienfrage, die Frage des Postenschachers oder die erstmalige Debatte über die Zusammenlegung der Sozialversicherungen, die wir Freiheitlichen nun in der Regierung umsetzen konnten, all das sind Themen, mit denen sich die FPÖ und Jörg Haider schon vor mehr als 20 Jahren auseinandergesetzt haben. Jörg Haider war einer der ganz großen politischen Persönlichkeiten Österreichs. Er war ein Eisbrecher, welcher begonnen hat, den rot-schwarzen Proporz in Österreich aufzubrechen. Und er ist und bleibt ein wesentlicher Bestandteil unserer freiheitlichen Familie. Die freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft ist sich auch heute ihrer großen Verantwortung für unsere Heimat Österreich, für unsere Identität, für Fairness und soziale Gerechtigkeit für Familien, für arbeitende Menschen und für unsere Pensionisten bewusst. Diesen Auftrag leben wir Freiheitlichen heute konsequent und sorgen in der Regierung für eine positive Umsetzung. Heute, am 10. Oktober 2018, dem Kärntner Landesfeiertag, und Kärnten bleibt frei und ungeteilt. Und morgen, am 10. Todestag von Jörg Haider, gedenken wir seiner großartigen Leistungen für Kärnten, für Österreich und für seine Bevölkerung. Und der Familie Haider gebührt unsere persönliche Wertschätzung und Verbundenheit. Heute